Was sind kritische Infrastrukturen? Ja, kritische Infrastrukturen sind Leistungen, Dienstleistungen und Leistungen, die für die Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, damit sie überhaupt funktioniert. Moderne Gesellschaften benötigen zuverlässige Stromversorgung, zuverlässige Versorgung mit IT-Dienstleistungen. Der Bürger benötigt Trinkwasser, der Bürger benötigt Lebensmittel, der Bürger benötigt eine sichere Finanzmittelversorgung. Aber auch natürlich Verkehrswege gehören zu kritischen Infrastrukturen, ob das jetzt Flughäfen sind, Häfen sind, Bahnhöfe wichtige oder zentrale Straßen. All das sind kritische Infrastrukturen, die man auch entsprechend schützen muss. Was tut das BBK, um kritische Infrastrukturen zu schützen? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterstützt die Unternehmen kritischer Infrastrukturen zum Beispiel mit Leitfäden. Mit diesen Leitfäden können die Unternehmen schauen, welche Bereiche besonders risikobehaftet sind, welche Bereiche besonders gefährdet sind, welche Bereiche mit welchen Maßnahmen besonders geschützt werden müssen. Und wir geben darüber hinaus eine ganze Reihe von Empfehlungen, wie diese Unternehmen, wie diese Einrichtungen dann auch praktisch geschützt werden können. Sei es durch entsprechende baulich-technische Schutzvorkehr, sei es dadurch, dass man ein internes Risiko- und Krisenmanagement aufbaut, um in einer Krise dann auch handlungsfähig zu sein. Also das sind zum Beispiel konkrete Leistungen, die wir für Unternehmen kritischer Infrastrukturen bereitstellen. Kann die Bevölkerung auch selber etwas tun, um sich zu schützen und vorbereitet zu sein? Ja, selbstverständlich. Der Bürger kann sehr viel tun, um auf so ein Ereignis vorbereitet zu sein. Wenn zum Beispiel kritische Infrastrukturen ausfallen, ist es sehr sinnvoll, wenn der Bürger im Vorfeld sich einen Trinkwasservorrat beschafft hat, wenn er Lebensmittelvorräte angelegt hat, Kerzen, Taschenlampen, wenn er beispielsweise ein netzunabhängiges Radio zu Hause hat für wichtige Informationen, eine Wärmequelle, gerade in Winterszeiten. Also das sind alles Möglichkeiten, die man im Vorfeld tun kann. Und wir empfehlen von seitens des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, unser breites Informationsangebot zu nutzen, wie sich sowohl der Bürger, aber auch Unternehmen für kritische Infrastrukturen auf solche Ereignisse vorbereiten können.